Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Top Demi. Ja Leute, das Halloween-Event ging ja los und ich habe einen Neon-Lava-Dragon. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Den schauen wir uns zusammen in diesem Video an. Außerdem die neuen Tricks und außerdem werden wir uns noch weitere Pets aus dem Halloween-Shop kaufen. Ich bin mega gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Falls du auch gespannt bist, auf jeden Fall einen Daumen oben da und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos um mir zu passen. Ja Leute, einfach der Neon-Lava-Dragon. Ich habe hier noch zwei weitere. Die verschenke ich an euch. Habe ich gesagt, das kommt bald, Leute. Das kommt bald. Vielleicht holen wir sogar noch einen dritten, den wir in diesem Video verschenken werden. Das heißt, schreib auf jeden Fall mal deinen Roblox-Namen in die Kommentare rein. Und mit Glück bekommst du einen. Ja, Leute, wir werden heute auf jeden Fall den Lava-Dragon in Neon auspacken. Und nochmal umfärben. Und nochmal die Tricks beibringen. Und noch weitere Sachen im Shop kaufen. Weil wenn wir hier mal aus dem Haus rausgehen, Leute, werden wir feststellen, ich habe einfach 126.000 Candies. Haben sie die Robux-Preise erhöht? Nee, haben sie... schade, aber ich habe 126.000 Candies. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen, Leute. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Hier sind wir vor dem Halloween-Shop. Laufen wir direkt mal hier rein. Und hier werden wir dann, Leute, den Neon-Lava-Dragon auspacken. Oh mein Gott. Es ist wieder ein ewig langer Whitescreen hier. Aber egal, Leute. Hallo? Ah, da sind wir doch, Leute. Okay, hier sind wir doch. 14 Minuten, 4 Minuten. Okay, Leute. Ja, wir haben 126.000 Candies. Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Wir können einen Basilisken und sogar einen Evil-Basilisken kaufen. Aber nicht das Bike, oder? Nein, wieso bist du so teuer? Wieso kostest du so viel? Warum? Warum kostet es 75.000, Leute? Egal, ich werde dieses Bike noch bekommen. Komme, was wolle, Leute. Komme, was wolle. Falls du übrigens Robux oder Robux bekommst, mach das gerne mit Starcode Jojo. Und ja, Leute, ja, wir haben schon einen Slug. Ich brauche die Chimera nicht. Ist zwar Legendary, Leute. Eventuell werde ich mir das in der Zukunft auch noch holen. Aber, Leute, erstmal geht es heute um den Lava-Dragon, den wir uns jetzt noch einmal holen wollen werden, Leute. Weil der geht an euch, der geht an euch, der geht an euch. Und boom. Sehr, sehr cool, Leute. Hier haben wir den normalen Lava-Dragon. Gleich werde ich den Neon-Lava-Dragon auspacken, Leute. Und ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Also zumindest in groß. Aber ich bin mir sicher, dass er richtig, richtig krass aussehen wird, Leute. Dem will ich auch eine Fly-Potion geben, Leute. Dem werden wir eine Fly-Potion geben, Leute. Weil der braucht eine Fly-Potion. Das weiß ich jetzt schon, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, Leute. Holen wir uns eine Fly-Potion. Ja, Leute. Und das sind, Leute, habe ich neue Halloween-Merch in der Roblox-Gruppe. Den zeige ich euch mal ganz schnell, Leute. Wir gehen hier mal kurz aufs Dresser. Boom, boom, boom. Und hier haben wir den neuen Halloween-Merch. Und noch so ein Halloween-Bandage. Das Icon lädt zwar nicht, aber, Leute, hier haben wir noch so einen süßen Kürbis drauf. Und das sieht cool aus, Leute. Kostet nur 10 Robux, könnt ihr gerne in der Gruppe abchecken. Ja, Leute, so, jetzt holen wir uns mal den Basilisken. Hallihallo, Basilisk. Oh mein Gott, endlich haben wir ihn, Leute. Endlich haben wir ihn. So ein... Wow, wie cool ist das denn, Leute? Er schlingelt sich so um unseren Körper rum. Das sieht wirklich nice aus, Leute. Er will zum Spielplatz gehen. Ah, nee, sorry, Basilisk. Wir holen uns jetzt deinen bösen Bruder. Hallo, Evil Basilisk. Yo, und der Neon ist eine Bombe, Leute. Yo, yo, yo. Der sieht auch cool aus, wie der sich so um uns rum schlingelt, Leute. Das haben die gut gemacht. Das ist cool, Leute. Das feiere ich. Das feiere ich, Leute. Das gefällt mir. Wir haben noch 40.000 übrig. Ja, wir müssen auf jeden Fall auf die Chimera sparen. Und auch auf dich. Und Leute, die haben hier noch weitere Sachen, die wir uns holen können. Und bald kommt noch dieses Pet hier rein, Leute. Das hier hätte ich auch gerne. Das sieht auch süß aus. Wisst ihr, das hole ich mir. Das ist, ja, ja, okay. Okay, da haben sie mich geschnappt. Und das hier will ich eigentlich auch noch haben, Leute. Okay, ist okay, ist okay. Okay, Leute, in 2 Minuten geht das hier los. Wir werden jetzt aber gleich mal erstmal, Leute, auf den Lava-Dragon schauen. Aber davor schauen wir uns mal ganz schnell, Leute. Davor schauen wir uns mal ganz schnell mal unser neues Fahrzeug an mit unserem Evil Basilisken. Yo, Leute, wenn ich so ein Ding in Real Life sehen würde, ich würde laufen. Wer würde auch mit mir weglaufen, Leute? Jeder, glaube ich. Ich glaube, mit dem wird sich niemand anlegen. Vor allem, wenn er so schwarz-rot ist. Das sieht ganz gefährlich aus. Okay, Leute, jetzt haben wir unser neues Fahrzeug und let's go! Bisschen scary, aber ist ja auch Halloween, Leute. Finde ich cool. Doch, 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 das gefällt mir, Leute. Das finde ich lustig. Wir sind hier auf dem richtigen Weg zur Schule, Leute. Wir werden mal ganz schnell hier... Nee, wir werden es gleich machen, weil wir gehen jetzt erstmal zu Simon Says. Jojo sagt, lasst alle einen Daumen nach oben da. Genau, Leute. So, wir werden das Ganze hier rocken und nochmal mehr Candies bekommen. Und danach, Leute, packen wir den Neon-Lava-Dragon aus. Da bin ich mega gespannt drauf. Immerhin haben wir jetzt schon mal den Basilisken und den Evil-Basilisken. Und wie findet ihr so mein Halloween-Skin, Leute? Sieht eigentlich ziemlich cool aus, oder? Sieht eigentlich ziemlich cool aus. 5, 4, 3, 2, 1, dachte ich. Hallo, es geht einfach direkt
los. Okay, Leute. So, 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 so. 3, 2, 1 und Japan. Hier. Herbst, Leute. Ja. Herbst. Da gehen wir hin, Leute. Hier passen wir auf perfekt rein mit unserer Klamotte, Leute. Ich werde mich hier immer ganz kurz unsichtbar machen und ich bin unsichtbar. Nice. Okay, vielleicht war ich doch nicht unsichtbar, weil gerade dieser Effekt reingeplappt ist, aber ja, wir werden es beim nächsten Mal unsichtbar. Japan und jetzt bin ich unsichtbar, Leute. Ihr seht mich nicht mehr. Ihr könnt mich nicht mehr sehen. Ich bin komplett unsichtbar und hier bin ich wieder. Yeah, nice. Okay, Leute. Und das Ganze haben wir auch geschafft. Und jetzt geht's weiter mit dem Evil Unicorn. Wir dürfen nicht dahin. Wir dürfen zum Portal. Okay, Leute, zum Portal. Und zum Japan. Wieder zum Japan. Schnell, Leute. Ich feiere Japan. Japan ist ein richtig cooles Land. Finde ich richtig, richtig nice. Und wir haben es überlebt. Und weiter geht's, Leute. Oh Gott. Herbst! Oh mein Gott, das war ganz knapp gerade, Leute. Also die letzten Runden sind nochmal richtig schwierig, vor allem, wenn das Evil Unicorn kommt. Und Hochbett. Okay, Hochbett, Leute. Hochbett ist easy. Das haben wir easy peasy geschafft. Sehr cool. Und Japan. Nice, Leute. Gewonnen und nochmal mehr Candies bekommen. Zack, Leute. 5800 Candies nochmal on top. Und jetzt, Leute, ist es an der Zeit, wo wir uns den Neon-Lava-Dragon genau anschauen werden. Genau, Leute. Wir haben uns jetzt den Basilisken, den Evil Basilisken angeschaut, haben dieses Minispiel gewonnen, Leute. Und jetzt ist an der Zeit, hier haben wir den normalen Lava-Dragon. Hier haben wir den normalen Lava-Dragon, der ja auch schon irgendwie so ein bisschen Neon ist, oder? Also er leuchtet ja auch schon so ein bisschen, wenn man das jetzt mal so sagen kann, Leute. Weil werden wir jetzt hier mal sehen, wenn dieser Widescreen hier vorbei ist. Ihr seht das ja hier, Leute. Da leuchtet er... Hier leuchtet er. Es ist ja quasi schon so ein bisschen Neon. Aber Leute, hier haben wir den realen Neon Lava Dragon. Und es ist jetzt Nacht, Leute. Das ist ja perfekt. Da sieht man das Neon besser. Und wir werden ihn jetzt rausholen in 3, 2, 1. Boah. Alter Schwede, sieht der krass aus. Oh mein Gott, was ist das für ein Monster? Yo, okay. Also Leute, da muss man schon sagen, dass der hat auf jeden Fall eine Fly Potion. Ja, hier, trink sie, verschling sie. Jetzt wird's Tag, verschling die Fly Potion. Du kannst sie dir auf jeden Fall gönnen. Gönn sie dir und yeah. Du willst zur Schule? Du bist das mächtigste Wesen in Adopt-Me. Du kannst Lava spucken und willst zur Schule gehen. Okay, ja, das machen wir, weil da wollte ich sowieso hin. Ja, Leute. Oh, wow. Da muss ich mich aufpassen, dass ich mich nicht direkt verliebe, Leute. Weil der, also, der flattert auch schnell so. Und er hat noch Hunger. Und du bist krank? Du bist krank? Okay, Leute. Ja, okay. Also, dann holen wir dir einen goldenen Apfel. Kein Problem. Oh, das sieht so süß aus. Oh, Mann. Ey, ja, Leute, der Lava-Dragon in Neon. Also, Leute, schreibt mal eure Meinung von 1 bis 10, Leute. Bewertet mal den Lava-Dragon von 1 bis 10, den normalen und den Neon in die Kommentare. Der Neon ist einfach eine 10 von 10, Leute. Der Neon ist einfach eine 10 von 10. Er sieht so unfassbar krass aus. Und in Mega-Neon, Leute, will ich ihn mir gar nicht vorstellen. Wobei die Neonfarbe ziemlich gut zu ihm passt. Wir fliegen zur Schule. Also, Leute, das ist hier wirklich echt... Jetzt bin ich echt mal auf die Skills gespannt, Leute. Der muss jetzt noch richtig coole Tänze drauf haben. Und dann bin ich richtig überhyped, Leute. Dann finde ich das richtig, richtig, richtig cool. Hallo, Pet Trainer Shane. Bring bitte meinem Lava Dragon alle Skills bei. Überspringen wir das Ganze und jetzt gehen wir wieder raus mit unserem Kollegen hier. Wobei, nee, gehen wir nicht, Leute. Wir haben hier noch die Schulaufgabe. Die machen wir mal schnell. Geben wir nochmal schön was zu essen. Schreiben Star-Code Jojo hier hin, Leute. Boom! Nice! So, Leute, die Schulaufgabe ist jeden Moment fertig und der Lava Dragon hat fertig gegessen. Ja, er hat schon lange fertig gegessen, Leute. Was mache ich hier eigentlich? Okay, also die Schulaufgabe ist fertig. Gehen wir jetzt hier raus und jetzt schauen wir uns die Tricks an. Ich habe außerdem noch eine coole neue Aufgabe fertiggestellt. Teach a pet a trick at the school. Ja, Leute, mein Englisch war gerade ziemlich broke. Hallo? Claim? Okay, cool. Open a gift. Okay, Leute, open a gift. Habe ich ein Gift? Habe ich ein... Zählt das als Gift? Dann öffnen wir das hier. Und Walkie-Talkie. Nice, Leute. Nice. Okay. Das hat aber nicht als Gift gezählt. Das heißt, wir öffnen jetzt hier noch so ein Small-Gift. Boom. Und danach schauen wir uns die Tricks an, Leute. Eine Fairy Rose Light Rattle. Kommen. Okay. So, Leute. Jetzt haben wir das hier auch abgeschlossen. Claimen wir das Ganze. Und jetzt können wir tricksen. Setzen. Sit down. Lava Dragon.
Jetzt sitzt der schön. Oh ja, das sieht cool aus, Leute. Das sieht nice aus. Alle Hunde nicht aufstehen. Okay, Leute. Der nächste Trick. Joyful, joyful, joyful. Und... er freut sich. Nice. Back, Leute. Back, back, back. Er ist jetzt am Baggen. I'm begging, begging you. Okay, das sieht lustig aus, Leute. Jetzt kann er springen. Schön in die Luft springen und springen und springen. Komm schon, jump, jump. Leute, er fliegt einfach. Wieso sollte er bitte springen? Okay, so Leute, jetzt kommen die zwei Tricks, auf die ich mich am meisten freue. Und zwar, Leute, die Tricks. Trick Nummer uno. Trick Nummer eins. Und was macht er, Leute? Yo, er schreit uns an. Yo, was macht er da, Leute? Yo, okay. Schade, dass kein Feuer aus seinem Mund kommt. Das wäre noch cooler gewesen. Aber das sieht auch cool aus, Leute. Und jetzt Trick Nummer zwei. Was machst du jetzt? Er ist am Überlegen. Und jetzt, Leute, fliegt er herum. Yo, okay, der macht echt schon viele... Wow, okay, jetzt fliegen wir mal, Leute. Yo, okay. Oh, hallo. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Machen wir nochmal den hier. Oh, okay, das sieht schon cool aus, Leute. Und jetzt nochmal hier Trick Nummer 2. Und wuhu, nice, Leute. Okay, das war's zu dem Lava Dragon Neon, zu den beiden Basilisken. Und ja, ich würde sagen, das war's mir auch mit der Folge. Falls ihr gefallen hat, dann verlinkt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert auch im Kanal bei den coolen Roblox, Videos mir zu passen. Und Leute, der Lava Dragon sieht schon wirklich, wirklich cool aus. Ich bin auch sehr gespannt auf die nächsten Videos, die ich machen werde. Leute, wir werden ihn noch auf jeden Fall mal umfärben. Und zwar einen Slimy Dragon oder sowas und noch weitere, vielleicht einen Frosty Dragon oder so. Werden wir herausfinden im nächsten Video. Deshalb würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!